Ich grüße euch! Süß, oder? Und das ist ganz einfach selber zu basteln. Die Idee kommt nicht von mir selbst, sondern von einem englischsprachigen YouTuber. Den habe ich euch unten verlinkt. Der hat daraus eine ganze Wissenschaft gemacht. Vor allem bei der Materialsuche hat der ganz, ganz groß recherchiert und seine Ergebnisse zusammengefasst. Ich habe es mir allerdings etwas einfach gemacht. Ich gehe es nicht ganz so sehr ran. Ich habe einfach für mich die einfachste Methode herausgefunden und werde euch jetzt ganz einfach zeigen, in ganz einfachen Schritten, Schritt für Schritt, wie ihr das bastelt. Was braucht ihr? Ihr braucht mattes Fotopapier 250 Gramm, welches genau ich genommen habe, seht ihr unten verlinkt. Wenn ihr mit dem Material nicht so sehr zufrieden seid wie ich, empfehle ich euch, wie gesagt, das englische Originalvideo zu schauen. Der hat da so viele verschiedene Varianten zusammengebaut. Da könnt ihr dann auf jeden Fall reinschauen. Aber für mich ist dieses Fotopapier relativ einfach zu verarbeiten. Ist nicht zu dünn, ist nicht zu dick. Und auf die Einfachheit, da kam es mir an. Dann braucht ihr natürlich einen Farbdrucker, einen Prittstift und eine Schere. Mehr braucht ihr nicht. Und wie wir das jetzt alles machen, seht ihr jetzt. Im ersten Schritt müssen wir uns natürlich die Vorlage erstmal herunterladen. Und dafür gibt es diese Seite nintendoandbox.net. Da geht ihr einfach drauf, dann kommt ihr auf diese Startseite. Hier haben wir natürlich wie üblich mal die neuesten Neuigkeiten und so weiter. Ihr müsst euch hier zuerst registrieren. Das ist allerdings kostenlos und hat keine Verpflichtung. Also ich habe da jetzt auch keine Werbe-Newsletter oder sonst was bekommen. Aber um die Sachen runterzuladen, braucht ihr auf jeden Fall einen Account da. So, wenn wir auf dieser Seite sind, wir wollen ja für Kirby's Dream Land eine Box suchen. Also gehen wir das hier ein. Kirby's Dream Land. Dann erscheint hier so eine Seite. Hier habt ihr dann natürlich logischerweise die Suchergebnisse zu den Spielen, die verfügbar sind. Hier man sieht, es ist nicht nur die Box zu Kirby's Dream Land dabei, sondern auch so Dream Land 2. Das seht ihr hier immer an den Namen. Hier seht ihr immer, was es ist. Also GB-Box ist halt das, was wir im Prinzip wollen. Das ist natürlich für Dream Land 2. Hier auch die verschiedenen Varianten. Wie man hier sieht, zum Beispiel auch wenn euch die japanische Box lieber gefällt, so Kirby's Dream Land, dann könnt ihr auch hier drauf gehen und euch die japanische Box runterladen. Aber wir wollen natürlich die klassische deutsche. Hier gibt es natürlich auch andere Files, wie zum Beispiel, falls ihr auch den Sticker für das Gameboy-Modul euch neu drucken wollt oder einfach das Handbuch, kriegt ihr hier alles. Aber wir interessieren uns natürlich hier unten für die Box. So. Dann eröffnet sich dieses Fenster. Hier habt ihr eine kleine Vorschau, wie das aussieht. Das ist genau das, was wir wollen. Hier könnt ihr quasi noch hier einen Scan quasi eintragen und so weiter, falls ihr in der Community dort arbeiten wollt und ein entsprechendes Scan habt. Oder halt das ja retouchen, also ein bisschen verbessern, verschönern. Diese Version hier, die wurde schon retouched. Manche Spiele, da ist einfach wirklich nur die Box grob eingescannt und ihr seht halt dann eventuell noch irgendwelche Falten oder ähnliches. Aber in dem kleinen Format fällt das meiner Meinung nach nicht großartig auf. So, hier habt ihr zwei Download-Optionen. Einmal in A4 und einmal in A3. In A3, das ist halt dann für die größeren Drucker eigentlich gedacht, weil denkt dran, die Boxen sind eigentlich für die normalen Größen gedacht und das wäre ein Stück zu groß, um auf ein A4-Blatt auszudrucken. Und deswegen gibt es hier diese Alternative in A4, dann ist das einmal zweigeteilt. Wir brauchen aber die A3-Größe. Wir klicken dann hier drauf, dann müssen wir natürlich den Bedingungen zustimmen und schon startet der Download. Das ist eine ZIP-Datei, da ist das entsprechend drin. So, im zweiten Schritt, ihr logischerweise entpackt das dann erstmal und dann öffnet ihr ein Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl. In meinem Fall ist das hier Photoshop. Das ist eine relativ alte Version von Photoshop, die habe ich mir damals noch geholt, als ich Student war und das bezahlbar war. Aber es gibt natürlich Dutzend andere Bildbearbeitungsprogramme. Wichtig ist eben nur, dass es JPEGs öffnen kann und dass ihr mit diesem Programm auch die Größe verändern könnt. Das ist ganz wichtig. Ansonsten habt ihr vollkommen freie Auswahl. Es gibt, soweit ich weiß, sogar Webseiten, die das theoretisch für euch machen. Da habe ich aber leider keine Erfahrung, da kann ich euch jetzt keine Empfehlung geben. So, auf jeden Fall haben wir hier diese Datei, wie man sieht. Das ist im Prinzip sehr schön retuschiert. Das ist die Box, wie sie halt zum Falten ist. Und natürlich brauchen wir das jetzt auf unsere kleine Größe. Also wie gesagt, in eurem Bildprogramm dürfte das wahrscheinlich anders aussehen. Hier läuft das so. Bildgröße.
Wenn ihr das Bild skaliert, auf jeden Fall die Proportion beibehalten. Ich habe ein bisschen rumprobiert, welche Größe am besten passt. Ich wollte so haben, dass es noch ein bisschen Luft für das Modul ist. Und zwar habe ich den Wert von 55% herausgefunden. Also wenn ihr so eine Prozentanzeige habt, wie ihr es runterskalieren könnt, nehmt 55%. Hier geht das leider nicht, deswegen habe ich euch die Zentimeterangaben. Und zwar brauchen wir in der Breite 16,84. Und dadurch skaliert natürlich auch die Höhe automatisch in 10,73. Auf OK, dann verkleinert sich das Ganze. So, das ist auch schon die Hauptarbeit beim Bearbeiten. Also theoretisch, wenn ihr euch natürlich mit Bildbearbeitungsprogrammen besser auskennt, könnt ihr hier vielleicht noch so das auf euch etwas anpassen. Hier das seitlich mäßig, dass das Dreamland etwas größer ist oder ähnliches. Aber ich mag eigentlich diesen originalen Look. Und dann ganz einfach, druckt ihr das aus auf ein DIN A4 Blatt mit dem Fotopapier, was ich euch unten verlinkt habe. 250 Gramm sollte es sein. Ich bevorzuge das matte Papier. Wenn ihr es natürlich glänzend haben wollt, könnt ihr natürlich auch gerne das glänzende Fotopapier benutzen. Wenn ihr das etwas geschickter seid mit dem Bildbearbeitungsprogramm, wie man sieht, theoretisch passen auf ein DIN A4 Blatt auch zwei Cover. Das heißt, wenn ihr Papier sparen wollt, legt euch einfach ein DIN A4 Vorlage an und platziert dann halt die beiden Bilder entsprechend. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Also drucken wir es aus und dann geht zum Basteln weiter. Keine Angst, das Basteln ist auch nicht sehr schwer. So kommt es dann aus dem Drucker raus. Wie gesagt, wenn ihr zwei habt, ist dann natürlich. Nochmal. 3, 2, 1 und los. So kommt das Ganze dann aus dem Drucker raus. Wie man sieht, wir haben die Box. Wenn man das Modul mal so ein bisschen gegenhält, die Größe stimmt in etwa. Etwas Luft hat man, aber genauso wollte ich das Ganze hier haben. Wenn ihr natürlich jetzt zwei Vorlagen auf einer Seite gemacht habt, dann sind die logischerweise jetzt etwas unten. Und jetzt kommt quasi die Bastelarbeit, aber keine Angst, es ist halb so schwer. Ich bin echt kein Bastelkönig und ich selbst krieg's sogar einigermaßen hin. Von daher denke ich mal, dass es für euch auch kein Problem sein dürfte. Aber hier seht ihr nochmal, warum ich genau dieses Papier habe. Und zwar, man sieht es zwar nicht unbedingt vielleicht gut, aber mal vielleicht von der Bewegung her. Es ist stabil, aber nicht zu dick. Und zu dick sind die Dinger ja auch nicht gut, weil dann sie sich sehr, sehr schlecht verarbeiten lassen. Also, was müssen wir natürlich machen? Wir müssen das natürlich erstmal hier ausschneiden. Dazu logischerweise erstmal das Ganze grob machen. Und dann die Details ausschneiden. Das zeige ich euch jetzt nicht in kompletter Länge. Wir machen jetzt hier so eine schöne 80er Jahre Montage. So, nachdem wir das Ganze ausgeschnitten haben, müssen wir das Ganze natürlich noch knicken. Obwohl ich sehe, hier habe ich einen Schnitt vergessen, den hole ich kurz nach. Die vergesse ich echt immer, das sind die Laschen für oben. Die müssen wir natürlich bis hierhin einschneiden. So, und zwar müssen wir jetzt natürlich die Box schon mal vorknicken. Hier ist eine Knicklinie, hier. Man sieht es eigentlich. Das machen wir gerade mal. Das braucht natürlich so ein bisschen Übung, ein bisschen vorsichtig machen, dass man auch die entsprechenden Knicklinien gut hinkriegt. Gerne dann komplett durchdrücken. Und hier wäre es wirklich, da war ein Fussel, ich habe gerade kurz die Katze auf den Arm gehabt. Schon ist alles voller Fussel. So, auf jeden Fall sieht man hier, dass es auch das richtige Papier zumindest meiner Meinung nach ist. Wäre das Papier zu dick, beziehungsweise der Karton ist es denn ja schon fast, dann hättet ihr hier natürlich dann erheblich mehr Probleme. Ist natürlich, wie gesagt, etwas Fummelarbeit. So, dann haben wir noch hier einen Knick. So, damit ihr hier natürlich die entsprechenden
im Rücken habt. Dann haben wir hier einmal. Hier oben knickt es sich ja zweimal. So. Also da braucht ihr eigentlich auch nicht, wenn ihr einigermaßen vorsichtig vorgeht, euch jetzt irgendwelche Knicklinien vorzeichnen oder beziehungsweise ihr könnt natürlich mit Lineal das quasi schon mal so ein bisschen eindrücken, dass es dann etwas einfacher zu knicken ist. Man sieht, es ist teilweise etwas fummelig, aber durchaus machbar. So. Dann hier die beiden. Also ruhig immer so ein bisschen nach vorne und hinten knicken. Aber seht ihr, denn wenn ihr ein, zwei gemacht habt, dann habt ihr da auf jeden Fall die Erfahrung. Das ist hier immer, das unten ist immer so ein bisschen tricky zu knicken. So. Wie gesagt, ruhig mal ganz durchknicken, dass man es hin und her bewegen kann. Das, das und noch das hier. So. Ja. Hier ist es noch nicht ganz fix. Wie gesagt, wenn ihr mit Basteln etwas begabter seid als ich, dürftet ihr es auch wesentlich lockerer hinbekommen. So, jetzt haben wir alles geknickt. Und jetzt kommt der Prittstift ins Spiel. Und zwar diese Packungen, die haben den großen, großen Vorteil, man muss nur an einer Stelle kleben. Und das ist wirklich praktisch, um das zu machen. Und zwar müssen wir Kleber auf diese Lasche hier tun. Damit man das vernünftig machen kann, nehme ich als Trick immer hier das quasi die Reste, die wir gerade nicht gebraucht haben, einmal nach unten, einmal nach oben legen, dass man dann auch nur die Lasche sichtbar hat. Dann einfach ganz normalen Prittstift nehmen, der reicht dafür auf jeden Fall locker, oder halt einen anderen Klebestift. Ich arbeite jetzt mit Pritt. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwelche anderen Marken irgendwie schlechter oder besser sind. Klebestift halt. So, schön ordentlich drauf verteilen. Zack, jetzt haben wir auch eine einigermaßen gute Klebelinie. Und das wollen wir jetzt dann hier dran kleben. So, das natürlich dann etwas umknicken. Gibt natürlich etwas klebrige Hände. Ne? Und das dann entsprechend an die Seite kleben. Dafür ist es dann praktisch, wenn man das hin und her geknickt hat, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, dass man das nämlich nochmal rausklickt. So, das haltet ihr jetzt schön bündig fest. So, das ist klebt. Einfach mal 10, 20 Sekunden so festhalten, damit Druck drauf ist und danach dann einfach, ja, so 3, 4, 5 Minuten trocknen lassen, dass es auch wirklich fest ist, und dann können wir weitermachen. So, der Kleber ist trocken, es hält und mehr müsst ihr nicht kleben. Die Packung ist auch schon fast fertig und wir haben jetzt nur noch hier unten den Teil. Da seht ihr natürlich, dass das etwas komisch ausgeformt sind, aber da haben die Boxen eigentlich ein ganz prima System gehabt und es ist quasi ohne Kleber haltbar. Schritt 1, ihr klappt das mit den äußeren Zacken rein. Ja, so. Da kommt es natürlich dann zugute, wenn ihr das vorher gut geknickt habt. Das brauchen wir zum Schluss, das kommt nach außen. Dann nehmt ihr diese hier mit diesen Haken und hakt die so ein, dass sie dann so drin sind. Das machen wir auf beiden Seiten. So, und dann klappen wir das hier rein. So. Und schon, ne, hier noch, so. Und schon haben wir den Boden fertig und die Packung ist komplett. Also das Zusammenbasteln, das ist nicht wirklich schwer. Wie man sieht,
die Größe passt. Wir können es auch hier prima reinmachen. Wie gesagt, ich habe es extra mit etwas Luft gemacht, dass man so ein bisschen Platz hat. Wenn ihr es natürlich ein bisschen enger haben wollt mit der Packung, müsst ihr halt einfach die Größe entsprechend etwas anpassen. Ich schätze mal so auf, ja, auf 55%. Ne? Jetzt müsste es hier noch auch noch zugehen. So, ich denke mal, auf 55% ist das jetzt verringert worden. So 52-53% müsste dann richtig sein. Ja, und somit habt ihr denn die kleine Packung gebastelt. Ich hoffe, mein kleines Basteltutorial, auch wenn es etwas krumm und schief ist, geworden ist, die Packung. Also wenn ihr es gut könnt und nicht so wie ich hier eine Kamera vor euch habt, was das alles etwas behindert, dann sieht das etwas besser sogar noch aus. Aber wie gesagt, das Papier ist perfekt. Es ist gut haltbar. Ich finde es eine sehr schöne Sache, um die Sammlung mal so ein bisschen zu gut repräsentieren. Die DS-Hüllen sind zwar auch schön, aber so für kleine Aufstellungsstücke 1A und wirklich relativ simpel machbar, beziehungsweise auch mit sehr, sehr einfachen Sachen, und ihr müsst keine ganz, ganz großen Bastelfähigkeiten haben. Also ich hoffe, mein erstes Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Kommentar, Like und so weiter freuen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.